Kaiser Chiefs gegen Hannover 96 Bundesliga, Sonntag, 31. März 2013, 15.30 Uhr. Es geht los. Die haben die letzten drei Spiele gewonnen. Das ist scheiße. Das ist für uns sehr klasse. Denn dann gewinnen wir. Ja. Können wir überhaupt noch gewinnen in diesem Spiel? Nein. Guck mal, getroffen. Ich hab das DHL-Paket kaputt gemacht. Oh nein. Schon wieder. Wow. Und das letzte mache ich auch noch kaputt, denn das andere gibt's nicht mehr. Fäusten. Du bist ein Fäusten. Ja, dann versuchen wir unser Glück gegen Hannover 96. Wir haben ja das Glück nicht gefunden in den letzten beiden Parts. Nicht wirklich, not really. Schon gar nicht gegen den HSV, möchten wir ihn mal nennen. Ecke, ganz klar. Was? Ja, Einwurf Hannover 96, habe ich auch so gesehen. Nein, ich bin nicht bei der Mad-Mafia. Genau. Jetzt geht das schon wieder los. Die Mad-Mafia. So, wie gesagt, diesen Part mal hier volle Konzentration, Concentration Mode. Wie Patrick hier das jetzt hier nennen würde. Ich würde sagen Concentration, Concentration now begins. Achso, Entschuldigung. Entschlau wie Schlumpf. Was? Ja, den kannst du doch auch mal erlaufen, Mensch. Echt? Nix kann er. Das musste ja bei dem Juden sein, nicht mir. Nefton. Du bist der größte Nefton. Ja. Kannst du dir auch mal erlaufen? Hab ich doch. Und ich hab sogar aufs Tor Zierkant geschossen. Ja, du meinst auf das Tor im anderen Stadion, ne? Richtig. das stimmt. Auch beim Schuss, so er guckt gar nicht aufs Tor, sondern auf das Tor da im anderen Stadion. Ja, der kann durch die Wände, das ist Wallpack. So, der Didier. Didier, Jakonan. Jakonan. Oh ja, Jakonan. Newton. Auf Bertel. Newton wird ins Sandwich genommen. Doppeldecker-Sandwich sogar. Wow. Mit drei Scheiben. Drei Scheiben Brot, aber nur eine Scheibe Wurst. So, achso, das bin ich. Das bist du wie die Wurst. Ball kommt nicht an, Hannover klärt, Jakonan, jetzt die 96er im Vorwärtsgang. Da müssen wir aufpassen, der ist ziemlich schnell. Aber auch hier, Diouf ist gar nicht mal so langsam, Diouf! Ach, der läuft, der hat versucht durch, Gonzo durchzulaufen. Mach mal Diouf. Aber wir klären, Bertel. Oben. Ja, wollte ich. Aber er nicht. Jetzt wollte ich nochmal. Bein wieder mal dazwischen. Was weißt du? Ja, das war ein ganz klares Foul. Die waren gerade so gut. Nein, ich bin nicht bei der Mad-Mafia. Das war abseits. Schmidt am Ball. Schön rüber auf den Liral. Ja, vom Feeling her hat ein ganz anderes Spielgefühl, ne? Was? Vom Feeling her haben wir ein ganz anderes Spiel gefunden. Wenn wir nicht so viel Scheiße labern, klappt es vielleicht nochmal mit dem Gutspielen. Oder wie ist es? Sagen wir es mal so: Durchschnittsspiel. Ja. So, da ist er wieder, der Didier. Na, Vorsicht! Oh ja, kein Problem! Sicker! Das habe ich gesehen. Also, ich habe mir natürlich auch in keinem Moment Sorgen gemacht. Alle da am Aufspringen auf der Bank, nur Bruce, ganz gechillt weiter da. Ja. Beine überschlagen, sitzt da weiter. Okay. Oh, ach, langweilig. Das hätte gefährlich werden können, sagst du? Ha, das ist so schwachsinnig. Das hätte gefährlich werden können. Nee. Alle wieder aufgesprungen, er sitzt weiter da. Ja, ja, ja. Oh Gott! Alle können ihn an. Das war gefährlich. Der Ball hätte beim Gegner landen können.
und dann hätte der von einem Alien entführt werden können. Oh Gott, die Alien. Sie sind wieder da. Ja. Ich bin da, da. Ja, sie ist schon wieder da. Sie ist schon wieder da. Hm. Und sie, hast du gehört, die Aliens, sie holen uns endlich ab. Unsere Eltern. Haben wir noch. Na, hätte ich früher erfolgen müssen. Hättest du auch mal so ein Schüsschen zaubern können wie ich, hier das mit stimmt. dem Lattentreffer. Aber ich hatte jetzt halt kein, das war kein Schreck. Kein Schreck. Viola war auch nie dabei. Das ging doch gar nicht. Und die Kinder? Die waren dabei. Und Esel? Esel nicht. Und Drache? Nee, Drache auch nicht. Aber der gestiefelte Kater. Und der Keks? Der Keks, der ist der Pfefferkuchenmann, der heißt nicht Keks. Warte mal, da ist doch vor 2 Stunden ein Foul passiert. Das gibt für dich Gelb, du schwarzer Mann. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Hahaha. Ja, hahaha. Nee, hör mir auf mit dieser Musik. Kann ich nicht mehr hören. Ich irgendwie auch nicht. Boah. Schuss kommt aufs Tor, aber Ron Robert Zieder ist auf seinem Posten. Na, dann wollte das mit dem Seitfallzieher versuchen. Ja, und der Ball ging dann auch zur Seite. Er war vielleicht ein bisschen viel verlangt. War ein bisschen FIFA verlangt, ja. Das war ein bisschen FIFA verlangt. Und da schmeißen sich gleich 2 Leute wieder in den Ball. Oh klar, Hansi, hast du gesehen? Unsere Eltern, sie kommen wieder. Sie holen uns ab und bringen uns zum Planeten Sidereal. Oh klar, Allegra Kurtz. Ja. Zum Planeten Allegra Kurtz. Immer diese Kopfballungeheuer. Jetzt sind wir wieder im Ballbesitz. Schuss, aber wieder mal steht Truss. Da jemand im Truss. Aber wieder mal steht da jemand im Weg. Das war abseits. Hannover 96 jetzt mit der Überzahlsituation, aber González, gut, dass er schon rausgelaufen gekommen ist. Muss den Ball nur noch aufnehmen. So ist diese möglicherweise schlimme Situation bereinigt worden. Ja, das war überhaupt nicht gefährlich. Verstehe gar nicht, wieso der Ganze schon rausgelaufen ist. Hm, klar. Ja, also ein 0-0, das ist schon mal gut. Also besser als ein 3-0 zur Halbzeit wie im letzten Spiel. Ja, aber, ja, das geht besser. Ja. So, 2. Halbzeit ist angepfiffen. Wie Bruce schon gesagt hat, immerhin das 0-0, auch vom Spielgefühl her, fühlt sich das besser an. Aber noch nichts Konsequentes in der Offensivbewegung. Ja, aber das kriegen wir schon noch hin, vielleicht. Das glaube ich nicht. Nicht heute. Morgen vielleicht. So. Kommt er jetzt vielleicht über Cowell. John Cole. Ja. Sean Paul. Ach doch nicht, Mann! Oben wolltest du, ne? Ja. Wäre auch die einzig logische Variante gewesen, aber ne, das ist dem FIFA-Spiel ja egal. Ja. Bei EA darf man nicht nach Logik fragen. Richtig. Ja, da gibt's keinen. Die haben ihre eigene Logik. Also gibt's doch einen. Ja, aber die nennen die nicht Logik. In die EA. EA Sports. Okay. Ja, hallo, den hatte ich doch. Das ist voll unfair. EA Sports. No logic in the game. Wow. Also, Didi Yakunan. Ja, der Ivora macht hier das Tor. Der zusammen in der Elfenbeinküste mit Didi Drogba spielt, der kein Inder ist. Deine Insider hier, Kevin, dachte, als wir Previ FIFA gespielt haben, falsch. Dass Didier Drogba ein Inder ist. Das ist falsch. Das ist falsch. Da hat er keine Beweise für, deshalb dürfte ihm das gar nicht glauben. Ja. Ich belasse dich zu Unrecht, ne? Ja, klar. Ja, klar. Oh, Pat, seit wann ist denn Didier Drogba Inder? Genau, so habe ich das gesagt.
kam dann auch mit schwammelnden Armen angelaufen. Warum denn mit schwammelnden Armen? Ja, weil das dazu passt. Hä? Das passt dazu. Quatsch. Nee. Oh, klar, das ist Matsch. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Also, möchtest du nicht mal abwerfen? Hätte ich doch schon lange gedrückt. Jetzt rennt er den armen Spieler noch um. Hannover behält den Ball. Da Silva Pinto. Schmiedebach. Verliert den Ball. Nein, geht durch. Aber sein Pass geht nicht durch. Wir versuchen es mal wieder nach vorne. Aber war ein kurzes Vergnügen. Eggemann bereinigt die Situation. Aber du setzt nach. Klasse. Hey. Bertel. Ah, wenn er so etwas wie rennen könnte, dann wäre er den Ball gekommen. Ja, auf jeden Fall. Aber da er leider... Deswegen haben die eigentlich auch den Ball verloren. Die wussten, der macht eh nichts draus. Klar. Das war viel zu weit vorgelegt. Müllte einfach so weitergelaufen nach dem Motto, vielleicht hört ihr der Hannoveraner irgendwann auf, mir hinterher zu laufen. Kann ja sein. Vielleicht hat er ja Glück, hat er sich gedacht. Ja. Vielleicht kann er ja nicht, vielleicht kriegt er plötzlich einen Krampf. 20 Minuten verbleiben noch, um den Ausgleich zu erzielen. Hannover 96 jetzt aber mit der nächsten Gelegenheit hier im Strafraum. 2:0. Die Entscheidung durch... Huschti. Zlatko Huschti. Der Huschti. Heißt du überhaupt Zlatko? Der heißt Huschti. Auch mit Vornamen. Genau. Huschti, Huschti. Hüftig. Das muss einmal für uns gehen. Der hat den Kopf ganz ausgedrückt. Moment, ich habe das ganz genau ge... Egal, gelb. Was auch immer er da sagen wollte. Ja, erstmal klar. War vielleicht ein bisschen weit. Ja, wenn wir schon aus naher Distanz nicht zum Abschluss kommen, dann versuchen wir es einfach mal von da hinten. Ja, wir versuchen es mit einem Distanzschuss. Ja. Distanzschuss, gefährlich! Sehr gut, weiter zu Team. Distanzschüsse jetzt machen. Ja. Verstehen Sie? Distanzschüsse. Ja. Ja, genau so ein, klasse. Ah! Quatsch! Viel zu früh abgezogen! Der davor, der war besser! Da musst du dir als Team so verschaukelt vorkommen, wenn der Trainer dir sowas sagt. Also, sag mal, willst du mich verarschen? Ich sagte die Stunches und du ziehst von da. Klar. Das geht den Garten kaputt. Matthias Sommer, willst du mich verarschen? Matthias Sommer, willst du mich mal verarschen? Klar, Matthias Dr. Sommer, willst du mich verarschen? Genau, Matthias Dr. Sommer. Scheiße, der ist noch reingekommen. Ja, sorry. Dachte, ich muss dazwischen grätschen. Sah enger aus, als es war. Okay, was warst du jetzt? Das war auch ein gutes Zahnschuss. Klasse, so möchte ich das sehen. Ja, diesmal nur in eine andere Richtung, bitte. Lauf! Jeez. Rückpass! Rückpass! Oh Mann, ey! Hansi, war das denn ein Rückpass oder nicht? Hansi? Warum weinst du, Hansi? Er denkt an die Zeit, an der es noch schön war. Ah, damals. Das EKG. Da hast du gehustet. Jetzt halt er hier einfach mal alle 20 Stunden lang meine Tafel hoch. 2:08, was auch immer das bedeuten soll. Ich hab's einfach eingegeben. Der hat mir zwar die richtigen Nummern gesagt, aber ach, keine Ahnung, ich höre dem doch nicht zu. Genau. Ich hure dem doch nicht zu. Ja, ich höre dem doch nicht zu. Das ist Quatsch natürlich, dieses Zuspiel. Das ist richtig. Aber es gibt immer noch die Egger. Wir bleiben im Ballbesitz, Schmidt. Ja! Nein, der war auch scheiße. Der war viel zu nah dran. Weiter weg! Ich sagte die Stunt-Schüsse. Und legt hier 1 gegen 1 Duelli. Ja? Death Valley, ja, so hat man die nichts sehen. Ja, keine Death Valley. Na klar. Na klar, der oben ist wieder tot, kann nicht mitlaufen. Keine Ausdauer, sind wir denn im Amateur-Bereich oder was? Genau, sind wir im Elite-Bereich oder was? Aus.
Das gibt den Einwurf, gefolgt von einer Todesattacke. Sag ich doch. Ja, immerhin 2-1. Es kommt leider zu spät. Nee, das drehen wir doch. Oh, oh, oh. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen Angriff. Wir, nicht ihr. Da hätten wir ihn fast gehabt, aber der Ball sofort wieder bei den Gegnern. Das war's dann jetzt wahrscheinlich auch. Nein. Nein, das läuft jetzt weiter. Moment. Moment. Ja, kleines, kurzes Gespräch. Es läuft ja noch weiter, bis wir irgendwann den Ausgang markieren. Da musste ich ja noch 80 Jahre darauf warten. Ja, aber... ich dachte, Sie sind in den Met-Skandal verwickelt. Nein, ich bin nicht in den Met-Skandal verwickelt. Aber das steht doch so hier in den Nachkicktern. Ja, das habe ich gerade in meiner Nachkicktern-Online-App gelesen. Ja. Da steht nämlich drauf, Nachkicktern-Online jetzt in der App. Genau, BVB ist der nächste Gegner, wir loben sie. Natürlich loben wir sie. Loben! Damit kannst du nur klappen. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, wenn wir mal wieder vom BVB auseinandergenommen werden. Danke! Fürs Zusehen! Mensch!